Sedimente. Adaption meines 70er Jahre Gedichtbandes Flacker in der Koje. Das neue Werk, aus dem ich hier erstmals vorlese, trägt den Titel Macker in der Zone. Notizen, mehr Nacht als Tagebuch, lose in meiner Metro-Goldwyn-Mayer-Landschaft verstreut. 1. Der Kniefall vor Mauerfall, Willy Brandt, Politik. Kriegt Religion warme Füße oder lutscht Ökonomismus impliziertem Overall grellrot deine Facebook-Visage zum vorzeigbaren EU-genormten Personalausweis? Fragezeichen, Ausrufezeichen. 2 lasse ich mal aus. 3. Wenn ich aus dem Kühlschrank pfeif, sinkt das Thermo. Meter tief, Kilo, Meter tief, Permafrost. Zieh einen Stecker raus, Bebe. Wer ist der Kältere? Unplugged. 4. Die Rückenstriemen vom DSDS-Anorak ruft die Transzendenz der versammelten Sozialarbeiter in der Wirrnis des Oktobernachmittags, des Goldenen. Faltet die Hände, ich schluck eine Mozartkugel, dürr wie Dürer und fass die Peitsche locker. Ich will mein Dingsbums, so ungefähr, etwa, circa, maybe, vielleicht, irgendwie. Denn wenn ich maßlos werde, ertrinkst du. Roswitha, machst du mal den Dimmer ein bisschen runter, ist mir zu grell hier. Bisschen. Ja, Moment, ja, nicht so plötzlich. So, ja, okay, ja, probieren wir es mal so. Danke. Denn wenn ich maßlos werde, ertrinkst du. Sechs. Was zu rauchen da? Natürlich nicht das, was ich brauche hier, aber okay. Alright. Sieben. Angler im Metaphernsumpf hatten Schuh am Haken, seinen. Bist du sicher? Acht. Mein vordergründiger Kicher ist die Accelerate. Entschuldigung, nochmal. Mein vordergründiger Kicher ist die akzelerate Dissonanz im Inkommensurablen, vor dem jeder Bundesliga-Kicker sich hütet. Übrigens auch zweite und dritte Liga. Sie können ihm auf die Schliche kommen. Nur ich marschiere nach vorne. Womit? Mit ohne alkoholfreiem Bier. Damit in meinem ausgedachten und ausgeheckten das Retuschierte den Platz
von meinem Denkmal freipustet. Mann, ey, ich sprich doch mal ein bisschen lauter. Man versteht da hinten gar nichts mehr. Was ist? Ey, Mann, ey. Ihr könnt hinten nichts hören? Noch lauter soll ich sprechen? Aber ich schreie doch schon beinahe. Na, ihr müsst nicht jedes Wort verstehen, meine Lieben. Es geht um Atmosphäre. You know, Atmosphere. Du bist aber witzig. Nein. Die Gestikulierer auf der Mimikmesse steuern Kreuzworträtsel zum Gullideckel vor dem Messehaupteingang. Da steht Günther mit der Hanseatenmütze. Hier ist Hamburg groß und stark. Die Welt reist an, es gibt Pommes und Astra. Und wir reden mal wieder über den Urknall. Nur der HSV muss heute draußen bleiben. Sieben B. Spontangedicht fiel mir heute Morgen beim Frühstück ein, als ich die Zürcher las. Drohung. Zieh deine Stirn kraus, wie ein Atomkraftwerk, das Risse kriegt. AKW? Nein, danke. Zehn. Wollen wir Mittelmaß? Eher mittlere Maßlosigkeit. Extremismus überlassen wir Politikern. Lassen wir die Ruine im Dorf. Sieht doch hübsch aus. 11. Pass auf, sie wollen dich reinlegen. Wo rein? In den Sarg? Das darfst du mich nicht fragen. 12. Schnapp den Akkuschrauber, Veranstalter und dreh alle Verkehrsschilder um, die hierher zeigen. Weg mit Kunst. Hinweise verboten. Nur der Postbote hat eine Green Card. Büroklammer auf. Bei Hagenbeck tanzen die Erdferkel. Büroklammer zu. 13. Im Lukullischen liegt der Bachelor, der plätschert. Dann kommt der Master musterhaft. Hier werden keine Produkte zubereitet und angeboten, sondern Viadukte. Das Entarten des Experimentalfilms ist purer Zufall, der erweiterte Kunstbegriff im Innenministerium nicht. Die Audiospur ist versaut, aber im analogen Videomitschnitt kannst du was finden für deine Hamsterbacken. Mein Verständnis trägt Netzstrümpfe in der kerzengeraden Vernunft. Bau mir einen Algorithmus-Sugar. Bei Wikipedia schauen wir anschließend, was das ist. Meine Bartstoppeln stehen wie Stechapfel und die FDP im Stechschritt drüber weg. 14. Kunstbüro, Wilhelmsburg. Ich bin noch nicht blöd. 15. Dein lautlos schreiend Tattoo-Laden kachelt die Gegenkultur in wohlfeile Geilheit. Kuckucksuhren brüllen im 6/8-Takt. Dann kommt der Gefangenentransport mit einem neuen Satz elektronischer Fußfesseln. Kannst du bei YouTube nachlesen.
Und die Piraten verschweißen ihr sinkendes Schiff. Ole. Ihr müsst nun wirklich nicht in den Bundestag. Oder doch? Hätte ich euch wählen sollen? In Bangladesch bezahlen sie Schrott in Cash. Pro Tonne. Ich fange an, ungenau zu sprechen. Was ist los hier? So viel Zuschauer. Wir müssen bald zu Ende kommen. Was gibt's zu essen? Ostfriesen wird's mit Mayonnaise. Schau mal auf die Karte, Karl-Heinz. Der Po drückt, wo die Pornobacken knacken. Aber Rumpelstilzchen trägt eine Blume im Mundwinkel. Kannst du mal tasten? Die neue X-Beliebigkeit ist der Milkshake im Sturm der Modeneuheit und nicht umgekehrt. Merk dir das, Lehrer, ich paug dein Wissen raus, bis du leer bist wie ein 0815-Schrubber, den sie bei Lidl aus dem Angebot genommen. 50. Meine Nicht-Identitätsschüler ist der Goldklumpen, von dem ich abgebe, weil ihr Eintritt bezahlt habt. Danke, das war's. Apropos Eintritt. Wer mehr hören will, tut was hier in die Mütze, die ich gleich rumgehen lasse. Ihr braucht nicht zu klatschen. Viel zu anstrengend, mache ich auch nicht. Autogramme mache ich auch. Ausnahmsweise. 5 € pro Karte. Du Ciao, bist Wilhelmsburg. Aber witzig, ey.